Sie dürfen dort gar nicht fahren und tun es dennoch. Viele Auto- und Motorradfahrer nutzen den Radwegetunnel in Wiltingen, um Wartezeiten an den Bahngleisen zu vermeiden. Nun soll eine Schranke dem beliebten Schleichweg ein Ende setzen. Die Ortsgemeinde Wiltingen möchte hier eine Schranke aufstellen, damit der verbotene Durchgangsverkehr aufhört, weil insbesondere eine gefährliche Situation für Radfahrer, insbesondere für Familien mit kleinen Kindern, hier durch die Fahrzeuge entsteht oder in der Vergangenheit entstanden ist. Bis hin sogar zu kleineren Unfällen, Gott sei Dank kleinere Unfälle, aber es ist immer wieder eine gefährliche Situation für Radfahrer, insbesondere für Kinder. Die Unterführung unter der Bahnstrecke und der K138 hindurch ist eine der Radwegeanbindungen an den Ortskern. Sie wird von Fußgängern und Radfahrern gut angenommen, zu ihrem Leidwesen aber auch unrechtmäßig von Auto- und Motorradfahrern. Vor allem, wenn Auto- und Motorradfahrer aus Richtung Schoden kommen, kann es eng werden. Dann beeilen sich die Fahrer, die Straße zu überqueren und kommen mit Schwung auf den Radweg. Auch für den landwirtschaftlichen Verkehr wird der Tunnel in Zukunft gesperrt. Aufatmen dürften auch die Anlieger am Pfarrer-Hennweg. Über diesen Weg fahren im Berufsverkehr viele von Oberemmel kommend hinunter zum Tunnel. Die Schranke soll auch hier helfen, die Belastung durch Lärm und Staub zu vermindern.